Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Power World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, meine Parts sind quasi alle wiederbelebt. Ich habe alles verstaut beim letzten Mal, also vom letzten Mal. Ja. Immer noch ein bisschen schockiert, dass das alles so krass, ich sag mal, anstrengend ist. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal diese 10er-Serie der Pals fertig zu kriegen, weil das gibt halt super viel EP. Wir müssen mit Kativas anfangen. Da brauchen wir noch sogar 7. Ich wusste gar nicht, dass ich so wenig bisher gefangen hatte. Ein paar Hühnchen noch und das ist halt alles im Startgebiet. Und dann gucken wir doch mal da schnell rum, dass wir die schnellstmöglich fangen. Das sollte ja eigentlich erstmal so ein Bonus, sollte ja relativ schnell gemacht sein. Damit können wir sogar schon Level abkommen, etc. Also das hilft uns sehr, sehr weiter. Nehmen wir erstmal diese grünen Sphären. Ja, unser letzter Base-Spot. Ja, und ich will nebenbei natürlich noch eine... Wir haben ja bisher unseren Haupt-Base-Spot, wo wir quasi unser Metall jetzt abbauen, wo wir auch hauptsächlich sind. Hey, du sollst drin bleiben. Und dann haben wir natürlich noch den Base-Spot. Und können die halt... Oh, jetzt habe ich eine ganz gute geworfen. wo wir quasi züchten. Und den will ich halt nochmal umbauen. Ich suche da eine größere Fläche, möchte ich ganz gern haben. Das ist zumindest mein persönliches Ziel. Warum laufe ich eigentlich rum? Kann doch fliegen. Und ja, da müssen wir uns erstmal ranwagen. Guckt euch an, diese EP, wie schnell die dadurch nach oben gehen. Zack, und schon sind wir auf 38. Das ist so krass schnell, wenn man das abarbeitet. Ist das super easy. Da unten sind noch Hühnchen. Sollten vielleicht nur treffen. Okay, dann haben wir voll. Das heißt, wir brauchen noch Kativas. Und dann gehen wir halt den Paldeck so nach und nach durch, dass wir da fertig werden. Mal gucken, wo wir die nächsten Kativas haben. Gehen doch hier einfach mal weiter. Da sind doch noch welche, 2 Stück. Level 1 ist halt auch nicht so wild. Hauptsache, wir fangen sie. Geht mir jetzt erstmal nur um die EP hauptsächlich. Ja, lauf doch nicht weg. Können wir die auch mitnehmen? Die brauche ich doch bestimmt auch. Nee, habe ich sogar schon fertig. Aber die kleinen Scheißerchen bestimmt. Ah ne, die Nussform hatte ich das erste Mal erst. Ja, guck mal, die Bombe auch. Power leveln hier. Oh, Mamborest ist wieder da. Kann man die Mamborest auch gleich nochmal mitnehmen, ne? Moment, wir machen erstmal die Kativas hier noch. Kativa haben wir auch erledigt, sehr schön. Ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt mit drauf schieße. Das lohnt sich gar nicht. Aua. Achso, ein Metallschild habe ich mir das hochwertig gemacht. Also für den Kopf habe ich bisher noch nicht gehabt. Achso, gegen den Kopf mache ich weniger Schaden bei dir. Okay, alles klar, verstehe. Verstehe. Dann können wir die Boss auch nochmal mitnehmen. Helfen uns natürlich auch. Nicht da reinspringen.
Jetzt kriegst du weniger Schaden. Ich weiß nicht, was das ist bei dir, was du da für eine Attacke hast. Mal gucken, ob das schon funktioniert. Nee. Autschi. Waffenbruch. No. 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 Moment mal, wir müssen gleich mal zurück. Nehmen wir die gute Sphäre. Gott. Jetzt bleib doch drin. Ja. Geht doch. Dann gehen wir jetzt schnell zurück. Einmal reparieren. Shit. Geht das einfach das Ding kaputt? Ja. Ja, und da bin ich gespannt, wo wir halt ein schönes Plätzchen noch finden, was wirklich groß ist, was frei ist und so weiter. Das ist halt mein Ziel. Mal gucken, wie das funktionieren wird. So, einmal reparieren. Dankeschön. So, Palbex. So, das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir voll, das haben wir noch voll. Das haben wir, da fehlt nur noch einer. Den haben wir auch voll. Der fehlt auch, hier. Habitat. Okay, hier so. Also hier in der Nähe. Ne, hier unten. Oh Mann. Auf diese Palz zu werfen, wenn da keiner ist. Er hört doch nicht auf mich. Kein Stück. Bam, 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 bam. So, hier hoch quasi. Da sollen welche sein. Gucken wir mal. Kleine Elektroviechers. Weiß nicht, ob ich Rushor auch schon fertig habe. Toko Toko ist auf jeden Fall noch nicht, das weiß ich. Die können noch gar nicht fertig sein. Oh oh. So werden sie auch niemals fertig. Jetzt sind sie fertig. Cool. Hier können wir noch was lesen. Oh. Entschuldigung. Achte mal drauf, wie diese EP dadurch hochknallen, ne? Das ist richtig übel. Oh, hier haben wir eigentlich eine schöne Riesenfläche, ne? Aber hier war ein Boss, King Packer. Na, King Packer habe ich jetzt keinen Bock zu. Das dauert wieder ewig. Aber eigentlich müsste ich den auch noch fangen. Oh, doch, 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 das geht. Oh, da kriegt richtig Schaden. Durch unser Beacon. Doch, das geht schon schnell, das ist gut. Na komm. Easy. Ja. Ja. Okay. Mehr Pack haben wir jetzt auch voll. Und die auch fast. Aber nicht die, die ich haben wollte eigentlich.
Das ist ja natürlich typisch, ne? Kiste. Kiste, sagte ich. Also den daneben, den links daneben, den wollte ich eigentlich nicht treffen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Was ist hier? Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Verlassene Mine. Gucken wir doch mal. Was ist in einer verlassenen Mine drin? Das kann doch eigentlich nur ein Boss sein, oder? Ein zwielichtiger Händler. Okay. Bei dir kann ich Pals verkaufen. Aber das mache ich jetzt nicht. Okay, muss ich mir mal merken. Was mache ich hier rein? Machen wir ein Sternchen hin. Der gute, zwielichtige Händler. Wird es dunkel oder was ist das hier? Eine rote Kiste. Aber im Startgebiet? Ja, komm. Ja, Bauplan, Stoffkleidung. Naja. Ist schon fast klar, dass da nichts Gutes bei rumkommt. Gut, die anderen brauchen eh goldene Schlüssel, ne? Na, guck mal, hier fehlt es noch einer von. Bei uns fehlen eher diese Elektropals. Einfach alles einpacken. Lass wieder Level ab. Upsala. Die waren ja hier hauptsächlich, ne? Was haben wir angezeigt? Da. Spuckets. Na, 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 na. Bisschen hartnäckiger, die beiden. Guck mal, hier ist doch ein relativ schön großer Base-Spot. Aber hier ist schon wieder so viel drumherum, finde ich. Könnte man hier gut... Ich kann ja mal im Hinterkopf behalten. Einfach mal im Hinterkopf behalten. So, wo sind Sparkets? Ach, Level 39 wird bescheuert. Wie schnell geht denn das bitte? Ich möchte mit euch trotzdem noch ein bisschen weiter gucken. Da ist ein Rusher an der Wand. Aber kaum Sparkets, ne? Was hatten wir hier? Penken. Komm, wir holen uns noch ein Penken.
Ja, klar, natürlich ruft er. Autschi. Entschuldigung, was machst du denn da oben? Danke. Du solltest ihn doch nicht töten. Du solltest ihn nicht töten, du solltest ihn einfach nur am Leben lassen. Waren wir hiermit fertig? Gerade hier was? Ich glaube schon, ne? Guck mal, da hinten in der Ecke, so waren wir noch nicht. Lass uns da mal hin. Lass uns doch da mal in diese Richtung. Wenn wir das voll machen, ich glaube, da kommst du richtig gut voran mit den Leveln. Ich meine, man sieht es ja jetzt gerade. Wir haben schon fast. Wir haben zwei Level gemacht. Da sind noch zwei. Schwache Medizin. Wie viel hat man denn jetzt? Alex. Drei Stück fehlen noch. Das haben wir komplett. Ein so ein Feuerding. Na gut, Penkin ist jetzt halt. Die haben wir komplett. Hier haben wir nur eins von. Die haben wir auch komplett. Was fehlt sogar noch ein Fixie? Ist der Name. Das ist ein großes Risiko, dass man damit irgendwo mal gebannt wird. Haben wir die Forks schon alle? Bin gar nicht sicher. Einfach rein damit. Da ist noch ein Fixie. Nee. Das ist ein Cremes. Ah, Cremes fehlt auch noch. Ja, du bist ja nur noch am Bälle werfen hier. Da ist noch ein Sparkit. Autschi. Und eine Kiste. Da ist noch ein Ei. Da ist sogar noch ein Punkt, den wir noch nicht haben. Sehr merkwürdig. Gehen wir mal zu dem Punkt, gehen wir zurück, dann pennen wir einmal. Und dann checken wir mal die Lage, wie es jetzt bei uns aussieht. Die hatten wir voll. Ich will nur kurz diesen. Oh. Diesen Punkt hier und die Kiste mitnehmen. Hallo? Ich glaube, Tanzi war auch voll. Hey, meine Hälse, bitte. Dö-dö-dö-dö.
krass, wie wir einfach gelevelt haben. Das ist so unfassbar. Wir sind ja auch voll. Habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich ja auch nicht gesehen. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben auf jeden Fall zwei ungenutzte Statuspunkte. Wir machen hier nochmal bis auf 10 hoch auf jeden Fall. Technologien. Da haben wir jetzt den Kühlschrank. Da brauchen wir Polymerplatten. 20 Stück. Oh, die Schrotflinte. Und die Stahltruhe. Ja, Metallsattel. Eieieiei, Salatacker. Den müssen wir machen. Können wir den direkt machen? Ja, können wir. Bauen wir hier hin. Dann können wir demnächst hier Salat machen. Eisdrüsen fehlen uns. Aber wir können jetzt hier mal so eine Stahltruhe machen. Das ist, glaube ich, ziemlich nice. Da können wir noch mehr Stuff reinpacken. Da kommt die Armee. Brrr. Das ist so cool. Oh ja, yeah, big. Können wir jeden Mist mal reinpacken. Einfach mal zum Ausladen. Moment mal, warte mal. Wieso haben wir unsere heiße Rüstung noch an? Okay, was fehlt jetzt für die Waffe? Für die Schrotflinte? Ich würde ganz gerne eine Schrotflinte, muss ich sagen. Doppelflinte. Moment, macht die nur zwei Schüsse? Ich dachte, das wäre eine richtige Pumpgun. Ne, die Pumpgun kommt noch. Ne, die mache ich mir dann doch nicht, glaube ich. Da kommt der Gigagleiter, Brandgranate, elektrische Küche. Das ist wirklich interessant für uns. Damit kannst du Kuchen auf jeden Fall schneller machen. Elektrokühler. Oh. Oh. Weil es gibt noch so coole Sachen. Wo ist jetzt eigentlich dieser andere Boss, den wir schon mal gemacht haben? Ich suche den mal, dieses Redlob. Gillette, Marmorest. Quivern. Die Quivern wollte ich nochmal machen. Weil da vielleicht nochmal einen guten kriegen, damit du dann nochmal gute andere Parts breeden kannst. Das glaube ich gar nicht mal so schlecht. Machen wir den erstmal. Ja, Ruhe da. Ja, würde ich gern betreten wollen. Oh mein Gott, ein Schuss noch und dann lassen wir es, aber dann mache ich den Rest selber. Noch. Komm rein. Krass. Krass, krass, krass. Okay, nein, ich will nicht drin. Was mit der? Sind wir mit euch eigentlich schon voll? Das große Sweeper. Ich glaube nämlich nicht. Ist doch gut. Yeah.
Komm her, Großer. Flieg und Sieg! Flieg und Sieg! Flieg, 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 flieg! Ach Mist. Obwohl, wir brauchen diese Eisdrüsen, ne? Aber die geben halt nur Wolle. Shit. Oh, hier ist ein Ei. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo wir sind. Muss ich zugeben. Außer bei der Quivern da oben natürlich. Da ist noch ein Dicker. Mann. Tokotokos hatten wir, ne? Hey, die fehlen uns auch noch. Hier ist Wüste. Das ist zu weit weg. Da ist noch ein Sparkling. Ich bin gerade echt ein bisschen konzentriert, dass ich die auch alle bekomme. Jetzt geht er rein. Das ist nämlich der letzte von der Serie. Bin ich bei dir schon fertig? What? Dormund sind wir auch noch nicht fertig. Boah, das sind so Dinge, die kannst du relativ schnell wegmachen, muss ich sagen. Also das ist ziemlich... Ich glaube, das ist das Beste, was wir bisher machen konnten. Gut, die Sphären müssen wir uns nochmal nachcraften, das ist nicht so das Problem. Sehe ich zumindest so. Aber guckt euch die EP an, wie die einfach nach oben gehen. Das ist so krass. Das Einzige, was uns wieder treffen kann, ist, dass wir einen Waffenbruch haben. Wieso mache ich so viel Schaden mit der Waffe auf einmal? Was bist du denn? Dann zieh, da zieh. Ist ja gut. Waren wir mit dir schon fertig? Aber die Großen haben auch fast vielleicht noch zwei Stück.
Die 40 kriegen wir sogar fast noch hin, ey. Coole Geschichte. Silberschlüssel, wichtig. Ach, das sind... Sparkets. Von dir habe ich glaube ich noch nicht viel. Seit wann macht diese Waffe so komisch viel Schaden? Oh, das ist glaube ich Anubis. Das ist der Boss. Oh mein Gott. Ja, den will ich noch nicht... Den wollte ich noch nicht angehen. 47 finde ich noch etwas hoch. So ein bisschen. Waren wir mit dir jetzt fertig? Ja, ich muss wieder Palsphäre machen. Ja, Dortmund war ich fertig. Nur noch der dicke Eimer, bitte. Dann. Und die vielleicht. Ja. Das ist auch so ein dicker. Da ist noch ein Sweeper. Power Leveling hier, sag ich euch. Mamores kann man gleich einpacken, wenn man alles, ne? Okay, cool. Ich würde sagen, das war der letzte Catch heute. Ehrlich, richtig gut vorangekommen. Fast Level 40. Also, das ist super top. Letzte Catch. Natürlich war es der letzte Catch. Da ist schon wieder einer, die ich brauche. Na egal, ich werde jetzt zu so einem Punkt noch fliegen. Das, was ich unterwegs einsackeln kann, sacke ich ein. Ansonsten würde ich mal mit diesen paar Schüssen jetzt behaupten, es war mir eine Freude, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.